Leute, hallo, hier ist der Michi vom Marathonmann. Frisch aus meiner Wohnung melde ich mich bei euch. Und zwar unsere Platte, Die Angst sitzt neben dir. Die erscheint am 19.07. Die könnt ihr überall vorbestellen. Und ja, die ist frisch gekommen. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz ein bisschen was erzählen über das Artwork, über den Titel. Ja, hier vorne seht ihr zwei Kinder drauf. Und das sind nicht irgendwelche Kinder, sondern das ist meine Mutter. Man glaubt es kaum, und das ist ihre Freundin, und das ist dort aufgenommen, wo ich dann auch aufgewachsen bin, bei uns in Starnberg, in Söcking, irgendwo auf dem Dorf oben. Und ich fand dieses Foto einfach wahnsinnig intensiv, wo ich es gesehen habe. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, meine Mutter und ich, über alles, über die Band und über alles, und dann haben wir ein paar Fotos angeguckt, und dann kam sie mit diesem Foto von damals mit ihrer besten Freundin. Und ich war irgendwie sofort geflasht davon und habe mir gedacht, okay, das muss der Albumtitel sein, also das Albumcover. Und irgendwie passt es ja doch zu dem Titel, der irgendwie zu bedeuten hat, dass wir mit unseren Ängsten aufwachsen, von klein auf, dass wir sie einfach behandeln müssen und dass es kein Entkommen davon gibt. Und wir müssen uns einfach auseinandersetzen, und selbst wenn man hier so klein ist, mit der besten Freundin, ist irgendwo im Hintergrund oder neben einem, sind einfach Ängste. Damals war es vielleicht die Dunkelheit oder allein zu sein. Heute sind es veränderte Ängste, irgendwie Verlustängste, kein Geld mehr haben, dass jemand stirbt, dass man krank wird. Eben Ängste, die sich einfach so entwickeln. Und darum fand ich das unglaublich stark. Und Lukas Meyer, unser Grafiker, der hat es ein bisschen moderner gemacht, hat es verschönert, und wir waren alle sofort angetan und sind wahnsinnig zufrieden mit dem Cover. Das ist das hintere, da werden diese Striche weitergeführt, die sollen einfach was Mystisches haben, kann man sich selber einfach mal, muss man einfach ein bisschen draufschauen und es wirken lassen. Wir haben auch noch ein paar Bilder hier in der Inlay-Card. Das sind auch alles Familienmitglieder, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, meine Mutter, einfach wichtige Personen, die mich geprägt haben und mit denen ich aufgewachsen bin. Durfte ich auch noch alle kennenlernen. Das sind einfach alte Bilder von dort, wo ich einfach ja aufgewachsen bin und so meine Jugend verbracht habe. Hat der Lukas Meyer auch total gut hinbekommen, die zusammenzuführen. Muss man auch genau hinschauen. Auf ein paar Bildern sieht man einige Sachen, die man nicht erwartet. Aber das müsst ihr dann einfach, wenn ihr die Platte habt, müsst ihr mal durchgucken. Hier ist es auch ein Bild von unserer Single Schachmatt. Hat irgendwie was von Freiheit, einfach diese Pose von dem Mädel. Hier, da ist das Cover zu unserer zweiten Single, Nie genug. Auch diese Freiheit, diese kindliche, ja, wo, wenn man noch keine Sorgen hat und einfach sich treiben lässt, was ja dann manchmal sehr schnell vergeht, wenn man älter wird. Und ja, auf jeden Fall wunderschön geworden. Wir sind mega zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr es findet. Bestellt euch die Platte auf jeden Fall vor. Am 19.07. kommt sie. Es gibt drei Farben. Es gibt eine klassisch schwarze, eine rote und eben eine Glow in the Dark. Die leuchtet auf eurem Plattenteller. Was gibt es Besseres? Und ja, wir sind saugespannt. Und wir hoffen, Platte und Artwork gefällt euch. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann irgendwo. Ciao, ciao.